Servus, meine lieben Sportfreunde, es ist soweit, das Sportwettwochenende steht vor der Tür, die Länderspielpause ist endlich vorbei und ich habe einige Wetten für euch vorbereitet, die werde ich euch hier in diesem Video präsentieren. Ich werde euch zeigen, wo ihr diese Wetten findet und ich habe natürlich noch ein paar Infos, warum es in den letzten Wochen nicht mehr ganz so viele Videos hier auf diesem Kanal gab, denn es hatte tatsächlich private Gründe, die werde ich euch hier mitteilen. Und bevor wir loslegen, noch eine ganz kurze Bitte, falls ihr bei MyStake noch kein Konto habt und ihr sucht nach einem Buchmacher, wo ihr zum Beispiel noch einen Ersteinzahlungsbonus realisieren möchtet, in dem Fall 100% bis zu 500 Euro oder mich einfach nur supporten möchtet, indem ihr 25 Euro auf MyStake einzahlt, die natürlich komplett euch gehören, dann meldet euch gerne über meinen Link in der Videobeschreibung an, denn dann bekomme ich nämlich eine kleine Provision und dadurch finanziere ich diesen Kanal. Bevor ich vielleicht zu den Wetten komme, eine ganz kurze Information, warum es in den letzten Wochen tatsächlich etwas weniger Videos hier auf diesem Kanal gab. Das lag ganz einfach daran, dass in den letzten Wochen ich mich von meiner Freundin, mittlerweile Ex-Freundin, getrennt habe, nachdem sie mir gesagt hat, dass sie keine Gefühle mehr für mich hat. Und es ist natürlich nie einfach, aber da muss man eben auch seinem Mann stehen und in dem Fall tatsächlich die Beziehung beenden, denn es macht tatsächlich keinen Sinn, mit einer Frau über Gefühle zu reden, die eben keine hat für einen. Und das weiß ich aus Erfahrung. Das ist mittlerweile meine fünfte, etwas längere Beziehung, also 3, 4, 5 Jahre. Und ich habe einige Fehler in meiner Vergangenheit gemacht diesbezüglich und hier wollte ich diese Fehler eben vermeiden, habe den Schritt gezogen zu gehen. Sie hat es tatsächlich sogar mit Wohlwollen aufgenommen, habe ich mir natürlich auch gedacht, hat jetzt auch nicht irgendwie großartig versucht, mich davon zu überreden, es nicht zu tun. Und damit habe ich dann eben auch einige Dinge direkt eingeleitet, um eben auch so ein bisschen den Schmerz, sagen wir mal, zu beseitigen. Ich habe mich direkt in die Arbeit gestürzt, habe direkt den Umzug beantragt, habe sogar eine Wohnung gekauft. Diese Wohnung dauert allerdings noch 3 bis 6 Monate, bis sie dann tatsächlich auch, fertig ist. Und derzeit werde ich sogar bei meiner Oma mal so 3 bis 6 Monate wohnen müssen. Hört sich natürlich komisch an, 40-jähriger Typ wohnt bei Oma. Aber ja, solche Situationen gibt es manchmal, weil es einfach keinen Sinn gemacht hätte, jetzt für mich irgendwie eine ganz neue Wohnung zu mieten. Da ist es dann eben besser, der Oma ein bisschen Geld zu geben, sich dann eben vom Haus 2 Zimmer zu nehmen und in diesen 2 Zimmern eben in Zukunft Videos zu machen. Ihr werdet merken, dieses Büro habe ich tatsächlich dann nicht mehr. Es wird dann also eine kleine, aber neue Location geben und dann hoffentlich in 3, 6 Monaten eine bezugfertige Wohnung. So, das dazu. Vielleicht noch eine ganz kurze Information, falls es irgendwen interessiert. Damit ich mich nämlich ein bisschen motiviere, habe ich mir gedacht, werde ich eventuell einen YouTube-Kanal machen, wo es dann so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung geht. Da soll es aber jetzt nicht irgendwie stupide um diese Persönlichkeitsentwicklung gehen, sondern mehr um den Weg, den man selber geht, um sich eben zu motivieren, gewisse Dinge einzuleiten nach so einem, schon kann man sagen, schweren, in Anführungsstrichen, Schicksal. Es ist immer schwierig, nach einer Trennung tatsächlich dann so den Weg zu finden. Das Schwierigste ist dann eben, sich zu motivieren, weil man eben tatsächlich diesen Schmerz spürt. Aber wenn man es tatsächlich schafft, diese negativen Gedanken in positive umzuwandeln, um dann eben gewisse Dinge im Leben zu schaffen, dann geht es auch einigermaßen gut. Natürlich, es ist immer auch eine Zeitfrage, aber das Schlimmste, was man machen kann, ist so in Selbstmitleid zu baden. Das ist halt wirklich etwas, was ich natürlich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht habe und ich gemerkt habe, da kommt man dann nicht so schnell raus. Und deswegen möchte ich jetzt so ein bisschen Initiative zeigen. Ich möchte natürlich wieder ein bisschen mehr Sport machen, abnehmen, besser sich ernähren und so weiter und so fort. Ihr kennt das, ne? Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Felder, in denen man sich entwickeln möchte. Ihr seht es auch vielleicht, ich wiege 125 Kilo. Die muss ich auf jeden Fall wieder runterbekommen auf zumindest 100 Kilo, vielleicht sogar 90 Kilo und dann nochmal 10 drauf, damit es so ein bisschen vollgepackter ist. Das hatte ich ja auch schon mal. Also das nur mal dazu. Und jetzt komme ich tatsächlich zu dem Wichtigsten, also zu den Wetten. Die habe ich euch hier natürlich vorbereitet auf meinem Telegram-Kanal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu dem Telegram-Kanal. Also unbedingt vorbeischauen für diejenigen, die noch nicht dabei sind. Und jetzt beginnen wir zunächst mit dem Money Race. Da sind wir in der dritten Money Race. Die ersten 2 gingen leider verloren. Da haben wir also jeweils 10 Euro verloren, sind also bei minus 20 Euro. Jetzt bei der dritten Money Race sind wir wieder mit 10 Euro dabei. Da sind wir mittlerweile in der vierten Wette und können bei einem Einsatz von 27,18 Euro
dann jetzt 35,33 € gewinnen. Das Ziel ist, auf 100 € zu kommen. Und hier ist die Wette Osasuna gegen Granada über 1,5 Tore. Morgen beginnt das Spiel um 21 Uhr. Da habe ich mich eben dafür entschieden, dass wir dort ein paar Tore sehen werden. Wenn ihr das alles bei MyStack wie auch ich nachgespielt habt, solltet ihr dann eben 27,18 € Einsatz haben. Wenn ihr woanders gespielt habt, ist es dann natürlich unterschiedlich, vor allem eben auch durch die 5% Steuer, aber auch eben durch die Quote, die ihr eventuell bei einem anderen Buchmann bekommen habt, in der Regel sogar eine schlechtere. So, und jetzt noch mal ganz kurz zu den Wetten, die ich mit euch geteilt habe. Das ist quasi der erste Teil, denn das sind so die Wetten, die ich für heute fertiggestellt habe. Es kommen mit Sicherheit noch morgen, übermorgen ein paar Wetten dazu, das kennt ihr ja. Und momentan haben wir 21 Wetten, wieder in drei Kategorien: Kombiwette, Über-, Unter- und Siegwetten. Kombiwette ist eher eine Spaßkategorie für euch. Falls ihr für eine Kombiwette die eine oder andere Wette sucht, könnt ihr euch eine davon rausnehmen. Ich tue sie trotzdem tracken, also wie gut oder wie schlecht die abschneiden. Momentan wären wir, wenn wir das einzeln spielen würden, diese Kombi-Wetten, wo die Quoten so zwischen 1,2 bis 1,5 sind, wären wir tatsächlich im Minus. Also immer wenn wir eine Einheit gesetzt hätten, wären wir hier bei ungefähr minus 6. Aber das ist tatsächlich eher, ja, sage ich mal, eine Sache nur für mich. Das möchte ich mal ein Jahr lang tracken, einfach mal schauen, was da am Ende tatsächlich bei rumkommt. Viel wichtiger sind die Sieg- und die Über-Unter-Wetten. Das sind so die richtigen Wetten. Da könnt ihr auch tatsächlich dann mit, je nachdem, was ihr für ein Budget habt, mit 10, 50, 100 € draufgehen. Da bin ich relativ confident, dass wir am Ende der Saison auch da schönes Plus machen. Momentan sind wir da ja auch im Plus. Und zwar seht ihr auch immer bei mir auf meinem Kanal solche Auswertungen, und da steht dann eben drin, über unter sind wir mit 5,22 Einheiten im Plus. Da ist der Yield momentan bei 10,86% nach 48 Wetten, und bei Siegwetten plus 3,25 Einheiten, und da ist der Yield 6,25%. Ja, und bei Kombiwetten, wie schon gesagt, da sind wir bei minus 6,46. Also, das sind die Wetten, die ich mit euch teilen wollte. In der Zukunft wird es auf diesem Kanal wieder ganz normal Videos geben, ein, zwei, drei Videos die Woche zur Champions League, Bundesliga und so weiter, mit Wetten, die es dann eben hier auf dem Telegram-Kanal nicht gibt, aber die, die ich eben hier auf meinem Telegram-Kanal mit euch poste, die werde ich immer wieder mit euch posten, ne? Also ist klar, aber es gibt halt immer wieder mal Wetten in der Bundesliga, in der Champions League, in der Europa und Europa Conference League, Europa League und so weiter, die ich halt tatsächlich so, ja, auf meinem Telegram-Kanal nicht mit euch teile, sondern mir die quasi nur für den YouTube-Kanal lasse. Gut, Männer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Donnerstag. Wir hören uns vielleicht morgen, übermorgen wieder. Eventuell finde ich dann noch was Schönes für die Bundesliga. Nicht vergessen, falls ihr noch nicht bei MyStake seid, ich küsse eure Augen, falls ihr das machen würdet. Unten findet ihr den Affiliate-Link. Und wie gesagt, sobald ihr 25 € einzahlt, die auch komplett euch gehören, bekomme ich eine kleine Provision. Gut, meine Lieben, dann macht es gut. Wir hören uns morgen, übermorgen. Und ciao, ciao und tschüss.